Haben wir ein Bild? Sieht leer aus. Können wir beginnen? Okay, also, geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz mit unserem Nationalcoach Wladimir Petkovic. Und nach diesem Spiel gegen Italien, wir starten die Fragerunde und zwar mit Sebastian Rieder. Ja, Herr Petkovic, Italien 3, Schweiz 0. Wie fest sitzt der Stachel? Wie tief sitzt der Stachel bei Ihnen? Ja, eine Realität von heute Abend, wo haben wir eine starke Italien gesehen, welche hat uns in Schwierigkeiten gebracht, und eine Schweiz, welche war nicht auf 100%, hat zu viel Unsicherheit gezeigt, was normalerweise ist nicht unsere Charakteristik. Die nächste Frage geht an Etienne Wiemer von CA Media. Hallo Etienne. Guten Abend zusammen. Vlado, wie richtest du die Mannschaft jetzt wieder auf? Heute in der Garderobe, vielleicht über die nächsten Tage? Wie machst du das nach diesem enttäuschenden Abend? Ja, enttäuschend ist von Resultat her und von dem, was haben wir gezeigt, in nicht ganzes Spiel, aber meiste Minute in diesem Spiel. Und sicher, ich habe schon mit Mannschaft ein bisschen gesprochen, und wir müssen nun sicher enttäuscht sein heute Abend, aber ab morgen müssen wir wieder nach vorne schauen, positiv schauen und mental und physisch bereit sein, in einem Entscheidungsspiel gegen Türkei gewinnen und große Möglichkeiten haben, auch in Achtelfinale zu kommen. Die nächste Frage geht an Marco Conterio von Tuttomercato Web. Per favore. Petkovic, secondo lei quest'Italia è una delle favorite, quella che ha visto oggi, una delle favorite che, per vincere l'Europeo? Ma questo ho detto già prima, anche ieri, è così, perché l'Italia non arriva da partita contro Turchia dall'inizio europeo. Stasera l'Italia arriva da un percorso di 29 partite non perse, di giocatori che ce l'hanno enorme qualità e di squadra che c'è competizione invidiabile. Sicuramente se continuano così, ce l'hanno tutte le possibilità di almeno arrivare tra i primi quattro, perché ci sono anche altre squadre che ce l'hanno certo tipo di valore, e dopo dipende dalla giornata quando si arriva in questa fase dove si decidono le partite. Okay, so, jetzt gibt es nochmals Fragen. Und zwar hat Christian Brecker die Hand gehoben. Bitte, Christian, deine Frage. Herr Petkovic, offenbar haben Sie im Fernsehen gesagt, Sie hätten womöglich auch Fehler gemacht. Welche? Ja, sicher, wenn konnte ich auch die Frage von Kommentator hören, und das geht im Kontext, da jeder von uns in dieser Mannschaft hat Fehler gemacht und war nicht auf hundertprozentige Level. Wenn nicht, wären wir heute auch mit anderen Resultaten rausgekommen. Dann haben wir nochmals eine Frage von Sebastian Rieder, bitte. Ja, Herr Petkovic, Italien ist 6 Kilometer mehr gelaufen wie die Schweiz. Ist das eine mentale oder eine physische Komponente? Das ist auch eine strukturelle Komponente, weil Sie haben Spieler, welche in High Speed laufen, sehr viel, und nicht nur heute, aber allgemein auch in Mannschaften, wo sie spielen. Und dort machen sie Unterschiede. Und sicher müssen wir auch dieses Segment verbessern, weil wir haben auch diese Qualität mitgehalten. Aber heute haben wir mehr nach hinten gelaufen, und nach unseren leichten Fehlern haben wir oder mussten wir immer wieder in Sprint kommen. Und viel für mich erste Halbzeit zu lange in unsere 16 gewesen. Nächste Frage bitte an Benjamin Steffen.
wenn Sie sagen, Sie seien nicht auf 100 gewesen und das sei nicht normal für Ihre Mannschaft, können Sie sich irgendwie erklären, warum es so war, nicht auf 100%? Ich habe nicht gehört, erste. Was hat erste gefragt? Erster Teil. Ob die Mannschaft war nicht auf 100%, wie du dir das erklären kannst, dass sie nicht auf 100 war? Ja, das ist immer. Ein Level zwischen, wie gut ist der Gegner und wie schlecht sind wir. Und dieses Mal, ich glaube, der Gegner war sehr gut und wir haben mit einige Sachen, einige Pässe, einige Stellungsfehler auch selber Gegner eingeladen. Aber ich glaube, dass heute Italien war sehr stark und das war Hauptpunkt von diesem Abend. Dann haben wir eine letzte Frage, und zwar nochmals an Christian Brecker. Petkovic, denken Sie denn, die ganze Geschichte mit diesem Haare färben, hat das zu viel, den Fokus zu sehr wegrichten lassen auf andere Dinge? Oder die Mannschaft wirkt ja nicht so fokussiert. Ja, einige haben versucht, das als Fokus nehmen und das zu kommentieren, weil wir haben alle Maßnahmen getroffen. Aber das, ob jemand macht so oder so, da geht auch ein bisschen in Menschenrechte und müssen wir das auch aufpassen. Gut, dann danken wir euch und wünschen einen schönen Abend und bis am Sonntag beim nächsten Spiel gegen die Türkei.